Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Path of Titans. Heute spielen wir den Deinonychus, einen kleinen Raptor mit einer riesigen Klaue hier unten. Und der heißt Bibo. Und los geht's. Ach, jetzt sind wir so winzig. Ich werde jetzt erstmal versuchen, Missionen zu machen natürlich, damit wir ein bisschen wachsen. Aber wir sind zum Glück relativ wendig und schnell. Das heißt, falls wir angegriffen werden, können wir ganz gut flüchten. Gerade hier durch diese Felstunnel und sowas. Die hat man relativ viele auf der Map. Da kann man dann vor größeren Angreifern schnell flüchten. Und die kommen hier nicht so einfach durch wie ich. Ja, unsere Missionen sind, wir sollen Äste beseitigen und Jagd auf Kleintiere machen. Die Delphodon, ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber das Symbol ist da vorne, da werde ich jetzt mal hinrennen. Ich hoffe, da kommen wir auch so easy hin, weil das ist halt hier sehr bergig. Boah, ich glaube, das ist voll weit weg. Ja, das ist super weit weg. Ah, Mist. Dann werde ich erstmal hier nach Essen jetzt gucken. Ich glaube, das ist die leichtere Mission. Ist aber auch ein fieses Gebiet hier. Sehr, sehr viele Höhenunterschiede und sowas. Vielleicht muss ich erstmal da unten in den Wald kommen. Versuch mal hier runter zu klettern. Wird schon gut gehen. Ja, guck mal, kein Fallschaden. Dann renne ich mal jetzt hier in den Wald und dann schauen wir mal, ob wir Äste finden. Oh, hier ist irgendwas. Was ist das? Das klang echt gruselig. Ich glaube, das war über uns. Hä? Ja, irgendwo über uns ist was. Keine Ahnung. Ich hau hier ab, das klingt echt nah. Ah, guck mal, jetzt habe ich die Äste gefunden. Die sind relativ groß. Ist immer praktisch, wenn man die einmal gesehen hat, weiß man halt, worauf man achten muss. Und dann geht das meistens ein bisschen schneller. Und hier sind auch direkt wieder weitere. Ich denke, dann haben wir die Mission gleich schnell geschafft. Stand von auch irgendwas von wegen, es wären jetzt Ghost Dinosaurs im Spiel. Nicht, dass das gerade eins dieser Halloween-Event-Dinger war. Ich weiß es halt nicht. Ich kann es halt nicht einschätzen. War auf jeden Fall gruselig. Es klang sehr, sehr nah. Und deswegen bin ich einfach weggerannt, weil ich will jetzt nicht gefressen werden. Dann haben wir die Mission schon mal geschafft. 400 Coins auch nur. Ich glaube, auf diesem Server dauert das alles ein bisschen länger. Das finde ich aber gut. Ich habe da ja noch nicht so den richtigen für mich gefunden. Weil teilweise geht mir das zu schnell, teilweise zu langsam. Also das Wachsen und halt diese Coins sammeln. Und ich glaube, hier scheint das ganz gut zu sein. Ich werde jetzt aber mal eben Seetang entfernen. Dann wird nämlich direkt die nächste Mission erfüllt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier keine Crocs oder so sind. Der ist hier verbuggt. Das war dann die Mission. Wieder 300 Coins. Und jetzt sollen wir Muscheln sammeln. Das kriegen wir auch hin. Also wir können hier direkt eine Mission nach der nächsten machen. Das ist ja gut. Bis jetzt sind wir auch noch ungestört, bis auf das eine Geräusch am Anfang. Aber ansonsten habe ich jetzt hier noch nichts gesehen. Aber das wird schon noch kommen, früher oder später. Ich hoffe einfach mal, dass die uns nicht sehen, weil wir so klein sind. Ich habe hier gerade mal schon mal in den Fähigkeiten geguckt und ich habe hier was gelernt, nämlich das Ruder. Dadurch haben wir bessere Sprungkontrolle und weniger Ausdauerkosten, wenn wir springen. 50% ist das reduziert, das ist echt krass. Es gibt hier auch noch den Schwanzfächer. Dadurch kriegt man einen schnellen Vorwärtsschub, den können wir auch einmal testen. Mache ich mal kurz
hier hin. Aber den werde ich vermutlich nicht benutzen. Ja, dass wir ihn zumindest mal gesehen haben, ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn ich es einmal mache. Okay, das war's schon. Das war jetzt ja nicht so spektakulär. Nee, den will ich auf jeden Fall nicht haben. Da mache ich dann das andere, dass wir weniger Ausdauer verbrauchen. Haben wir die Mission auch geschafft? So langsam kommt auch die Nacht. Und hier vorne war so eine Baute. Ich glaube, da können wir buddeln. Da, Burrow. Weil wir schon so hungrig sind, sollten wir das auf jeden Fall mal machen. Jetzt wirkt er gar nicht so klein, ne? Weil wir auch selber klein sind. Ich hoffe, ich kann ihn erlegen. So vom Damage jetzt her. Ah, easy. Das ist doch schon mal sehr gut. Dann haben wir was zu fressen. Unsere erste Beute. Danach gehe ich dann nochmal schnell was trinken. Und dann sammeln wir weiter Kakteen. Weil da vorne sind direkt Kakteen. Dann kann ich das da auch mal eben machen. Ich glaube, dann ist die Mission auch schon fast geschafft. Ja, viele brauchen wir nicht mehr. Das reicht genau. Ach, so schön. Und wir haben eine neue Fähigkeit gelernt, Leichtgewicht. Aber ich gehe erstmal trinken und dann gucken wir uns das mal an. Es hat jetzt einfach angefangen zu schneien. Oder was ist das hier? Oder ist das Asche vom Vulkan? Das kann auch sein. Sieht auf jeden Fall ziemlich krass aus. Aber ich bin immer noch hier in dem Gebiet, weil hier kann ich wirklich gut die Sachen sammeln. Da kann ich echt gut meine Fähigkeiten freischalten und halt wachsen. Und sobald ich dann hier fertig bin, können wir dann auch auf Jagd gehen. Irgendwann sind die Gebiete ja, glaube ich, auch abgearbeitet. Dann hat man alles erfüllt. Ich glaube, das sieht man oben rechts. Wir sind jetzt schon bei 80%. Ich glaube, wenn wir jetzt noch eine Mission machen, das hier mit den Muscheln, dann ist hier schon Ende im Gelände. Jetzt seht ihr es auch oben rechts. Area completed. Das heißt, wir sollten jetzt wandern gehen. Wir können ja mal kurz auf die Karte schauen, wo wir sind. Aber wir sind hier. Ja, ich würde dann mal in das Gebiet hier wandern. Ich glaube, das ist ganz cool. Da ist auch unsere andere Mission hier mit diesen kleinen Tieren. Ich glaube, wir werden... Ne, wir sind nicht hungrig, aber ich wollte noch trinken. Das hatte ich vorhin ganz vergessen. Das machen wir noch eben hier. Ach, das sind die. Okay, die habe ich schon mal gesehen. Echt aufpassen, dass man die nicht aus den Augen verliert. Aber passt gerade ganz gut, weil wir müssen sowieso nochmal was fressen. Wir haben jetzt gleich schon die nächste Wachstumsstufe erreicht. Genau jetzt. Ich glaube, wir sind jetzt schon voll ausgewachsen. Da werde ich mal eben in die Fähigkeiten nochmal gehen und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Also Skins kann man natürlich auch wieder viele freischalten. Wir haben auch einige Marken schon gesammelt. Vielleicht können wir uns gleich auch noch einen Skin gönnen. Wir sehen schon nicht so schlecht aus, aber es ist halt auch teuer, ne? Wenn ihr mal guckt, hier 6500, sind fast alle Marken weg. Also wichtiger sind mir natürlich die Fähigkeiten. Aber wir haben es halt echt schon geschafft, dadurch, dass wir so schnell die Mission gemacht haben. Sehr, sehr gut. Nein, beim Kopf gibt es leider nur den Biss. Sinne gibt es gar nicht. Stoffwechsel, da kann man halt wieder das Essverhalten ändern. Das lasse ich jetzt einfach mal bei Fleisch. Das finde ich nicht schlecht. Bei Haut gibt es halt noch dichte Federn. Man kriegt halt mehr Verteidigung und dafür weniger Geschwindigkeit. Da bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Dann gibt es noch Leichtgewicht. Dadurch wird man schneller, aber der Wenderadius wird höher. Das weiß ich nicht, ob ich das will. Ich glaube, ich werde es ausprobieren. Ich weiß halt nicht, ob ich das so cool finde, wenn ich nicht so wendig bin. Also, dass ihr auch die Verteidigung abnimmt, finde ich nicht so schlimm, aber Wendigkeit? Weiß ja nicht. Bei den Beinen gibt es auch gar nichts. Hä, wie doof. Das heißt, ich kann nicht mal einen Klauenangriff machen oder so.
Ja, Schwanz, das hatten wir ja gerade schon gemacht. Und Stimme gibt es halt noch so Rudelangriffe. Das ist aber nicht so spannend. Also kann man irgendwelche Calls machen, um seinen Rudel zu buffen. Da wir keine anderen haben, würde ich das jetzt nicht machen. Ist aber echt blöd. Das heißt, wir können nur beißen. Dann können wir uns noch einen Skin gönnen, würde ich sagen. Also das können wir auf jeden Fall machen. Das sieht aus wie der Pyro-Raptor. Oh, den finde ich cool. Der sieht ganz cool aus. Der ist auch nicht so teuer. Mit den grünen Federn, das ist nice. Dann gönnen wir uns den mal. So finde ich den gut. Und jetzt werde ich das heute beginnen. Jetzt innerhalb von 5 Minuten stand da, glaube ich. Werden wir dann den Skin annehmen. Das nehmen wir jetzt hier oben. Es läuft halt jetzt runter und da ist jetzt, glaube ich, ein nahtloser Übergang von meinem normalen Skin hier zu dem neuen Skin. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht von den Attacken. Ich hätte mir da mehr erhofft. Na, vielleicht kämpft es sich ja trotzdem gut. Man weiß es nicht. Immerhin geht die Sonne wieder auf. Deswegen werde ich jetzt auch einfach mal mich in Richtung Hotspots begeben. Vielleicht, dass wir auch mal kämpfen können oder jagen können. Weil ich habe halt, wie gesagt, noch keine Dino-Begegnung gehabt. Außer das Gebrülle am Anfang. Und ins Wasser. Oh Gott, der verbraucht viel Ausdauer im Wasser. Und sonderlich schnell ist er auch nicht. Was gut ist, man kann immer unter Wasser gucken, ob hier was ist. Ich meine, verhindern könnte ich es nicht, wenn jetzt hier so ein Krokodil ankommen würde. Das würde mich so oder so fressen. Jetzt erstmal wieder ausruhen, Ausdauer tanken und dann geht's weiter. Jetzt seht ihr auch schon mal hier das Häuten so ein bisschen. Werde langsam grün. Ach, wie schön unsere grüne Farbe aussieht. Ist aber, glaube ich, noch nicht ganz fertig. Aber gefällt mir gut. Wir müssen jetzt hier irgendwie runterkommen. Der kriegt halt kaum Fallschaden, das ist echt praktisch. Dadurch ist dann sowas halt auch kein Problem, hier runterzulaufen. Oh, da vorne ist aber eine Spinoflosse. Also da sollten wir nicht ins Wasser. Also nicht Flosse, sondern das Rückensegel, meine ich. Können wir mal gucken, ob der herkommt. Da sind auch Krokodile und sowas. Man merkt halt direkt, wenn man am Hotspot ist. Ist auf jeden Fall wieder richtig was los. Alles Mögliche durcheinander. Ich habe schon oft gesagt, ich bin eigentlich kein Fan von diesen Gebieten. Aber wenn man sonst nirgendwo was findet, ist halt blöd. Da muss man hier in die Nähe kommen. Man weiß halt immer nicht, wer da zu wem gehört. Das ist halt sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Deswegen meide ich das halt immer eher. Kämpft irgendwas gegeneinander, oder? Guck mal. Oh ja. Andere Crocs haben ein kleineres Croc zerhackt. Würde mir ja gerne was zu essen absnacken. Ich weiß halt nicht, ob ich das darf. Wahrscheinlich eher nicht. Ist halt kein gutes Gebiet für mich hier. Diesen ganzen Crocs und Spinos und sowas. Einfach mal, als die weitergeschwommen sind. Jetzt mal riskieren. Nur ein bisschen. Die sind, glaube ich, auch relativ schnell wieder vollgefressen. Das war schon. Hat sich gelohnt. Die Crocs sind auch, glaube ich, direkt da weitergeschwommen. Ich glaube, die sind sehr auf Ärger aus. Oh, da vorne ist noch irgendwas Kleines. Der ist jetzt einer von meiner Art. Da könnten wir groupen.
Der kämpft da, glaube ich, auch gerade. Das wäre ganz cool, wenn wir da helfen könnten. Ah, die Ausdauer ist nicht ganz so gut. Deswegen spare ich jetzt mal ein bisschen Ausdauer. Ja, hier vorne ist natürlich noch ein großer. Ich tank mal kurz Ausdauer. Ah, der hilft dem anderen. Guck mal. Da müssen wir jetzt auch mitmischen. Oh, ich häng fest. Perfekt. Oh, er hat mich getroffen. Schweifieb oder so. Aua. Ganz schön schwierig hier zu kämpfen. Der andere hat sich verpieselt, glaube ich. Der Pachi will mich. Ja, krass. Ich spring mal hier runter. Ja, das ist halt immer blöd, ne? Man weiß halt nicht, wer zu wem gehört und dann hat man immer dieses Mixpacking. Das macht halt die Kämpfe ein bisschen kaputt. Deswegen bin ich halt ungern in diesen Gebieten. Ich meine jetzt so zwei Raptoren gegen einen größeren, das wäre halt ein cooler Kampf. Aber nicht dieses, ja, dann kommt noch ein größerer und dann kommt noch ein Pachi dazu. Aber jetzt habe ich einen Mate wenigstens. Dann bin ich mal allein. Das ist auch schon mal gut. Dann kann ich auch mal eben die Rufe lernen. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht angegriffen. Was haben wir denn hier? Oh, ich werde angegriffen, natürlich. Aua, aua, aua. Ja, das war klar. Naja, jetzt habe ich wenigstens die Fähigkeit gelernt. Das ist das hier. Das kann man halt machen, wenn man mit seinem Raptor-Kollegen angreift. Das kann man bis zu 10 Mal steigern. Und da macht man mehr Schaden im Rudel. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, und relativ nah dran gespawnt wieder. Hier ist das. Ich werde versuchen, da halt wieder hinzukommen und dann meinen Mate wieder zu finden. Ich hoffe, der überlebt das. Ja, war halt blöd von mir, das an der Stelle zu machen. War klar, dass der dann nochmal kommt. Müsste aber irgendwo meine Leiche liegen eigentlich. Sei denn, die wurde gefressen. War das nicht hier? Ich glaube, dann haben wir unser Mate leider verloren. Ich würde halt jetzt gern wieder darüber. Ich weiß nicht, ob ich das hier unten über die Felsen auch schaffe. Ich komme wahrscheinlich halt nicht hier vorne drauf, oder? Ah doch, ich glaube, das könnte klappen. Aber sehr gut. Das heißt, wir können jetzt hier einfach ein bisschen rüberjumpen. Ich muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen, wie der sich bewegt. Das ist halt schon ein bisschen anders als bei The Isle. Fühlt sich ganz anders an. Ich glaube, man muss halt ein bisschen Kampferfahrung sammeln, damit das ein bisschen besser klappt. Oh, was ist das? Sieht mich zum Glück nicht. Ich greife ihn mal an. Ein Riese. Macht nichts. Warum wehrt er sich nicht? Mache ich dem keinen Schaden? Versuch schon in den Kopf zu schnappen. Er will nicht, er ist ein friedlicher Riese. Oh nee! Sein Kumpel kommt aber. Okay, krass. Der ist auch ganz schön wendig.
Das ist echt krass, wie wendig die sind. Wie soll man die denn gut angreifen? Da ist er. Der kann sich halt von vorne nicht verteidigen, das ist ganz geil. Aber der ignoriert mich halt. Wahrscheinlich mache ich gar nicht genug Damage, um den irgendwie eine Gefahr zu sein. Eigentlich gemein, was ich hier mache. Also kann ich ein bisschen üben. Er blutet auch schon mittlerweile. Na, Schweifhieb. Ich glaube, der kann halt nur den Schweifhieb. Ist halt echt angenehm. Nee, Kopfhieb kann er auch. Weil diesmal habe ich in den Körper gebissen, zum Glück. Der hat auf jeden Fall keine Lust auf mich. Und da kommt was Großes wieder von hinten. Hilft er dem jetzt wieder? Wahrscheinlich. Oh, ja, der Große kommt. Oh, nee. Das wäre so cool, wenn wir den down kriegen. Oh nee. Ach, Kollege Pachi ist wieder da. Ich habe nicht so viel Ausdauer leider. Oha. Ich weiß halt nicht, ob ich gegen den kämpfen kann, ehrlich gesagt. Der ist halt auch super wendig. Ist echt schade, dass ich nur eine Bissattacke habe. Es fühlt sich... Oh Gott! Es fühlt sich echt doof an. Das ist ein Problem. Die Ausdauer ist ein Riesenproblem. Was leckt aber auch, oder? Ich bin ein paar Mal gebissen. Fühlt sich sehr laggy gerade an. Oh, okay. Die Ausdauer, die Ausdauer, die Ausdauer. Ah, als ob er mich trifft. Ich hätte so gern Pounce oder sowas. Das fühlt sich halt so blöd an. Weil ich gar nichts hab, aber ich flüchte jetzt, weil ich keine Ausdauer mehr hab.
Hätte ich voll Ausdauer gehabt, hätte ich, glaube ich, besser kämpfen können. So musste ich halt echt die ganze Zeit ein bisschen aufpassen. Ich flüchte jetzt einfach ins Wasser. Das ist zumindest der Plan. Auch keine Ausdauer mehr. Oh Gott. Ja, okay. Du blöder Einmischer! Jetzt ab ins Wasser. Ja, und Ausdauer ins Wasser ist auch nicht so smart, ne? Geh unter. Scheiße. Sieht er mich jetzt noch? Ich hoffe nicht. Da ist er. Steck mich. Ausdauer tanken. Er hat mich gesehen. Aber wir tanken Ausdauer, das ist gut. Und weg hier. Da ist er. Oh Gott, ey, dieser Pachi. Der Killer-Pachi. Er hat auch gerade Ausdauer getankt, glaube ich. Ich mach's auch schnell. So, ich bin wieder einsatzbereit. Ach, guck mal. Oh, der wird gerade von einem Croc verfolgt. Interessant. Hier ist auch alles. Pachi kommt halt gleich safe wieder. Komm, Mr. Croc. Wir groupen jetzt auch mal. Da ist er schon wieder. Oh, da kommt noch ein Pachi. Oh Gott. Sind die schon zu zweit, die Nervensägen? Ich weiß es nicht. Mal schön hier runterjumpen. Ah, sie wollen immer noch. Und ab ins Wasser. Tschüss. Ich hasse Pachis. Okay, die wollen mich jetzt aushungern, so wie es aussieht. Die hassen mich. Ich kämpfe wie ein Mann. Du es nicht. Was mich gerade echt am meisten stört bei dem Deinonychus, wenn er kämpft, ist, dass der halt nur diesen Biss hat. Ist halt ein bisschen langweilig. Es wäre halt cool, wenn er noch einen Pounce hätte oder zumindest die Klauen einsetzen könnte. Ich meine, stellt euch mal vor, ich könnte so beim Gegner rüberspringen und kann er mit der Klaue oben in den Kopf oder so. Das wäre halt ganz praktisch. Aber ich kann halt immer nur beißen. Das ist halt ein bisschen langweilig. Ich habe mir da mehr erhofft, weil die anderen Dinos können ja auch so viele Attacken. Vielleicht habe ich auch einfach den falschen genommen, also der halt noch nicht so viel kann. Aber ansonsten vom Movement her und so finde ich den schon ganz cool. Ist halt immer ein bisschen blöd, diese Mixpack-Kämpfe und sowas, ne? Ja, aber auch wieder hier ein krasses Biom. Einfach so eine Salzwüste oder was das ist. Und hier vorne sind dann ganz viele seltsame Steine. Da gehe ich auch mal hin. Ey, das ist ja richtig krass hier. Diese Felslandschaft. Wie cool. Thank you.
sieht schon heftig aus, wenn man hier so durchläuft. Oh, der kommt auf mich zu. Bin leider nicht erwischt. Sein Kumpel kommt bestimmt auch gleich. Gott, wie kämpft man denn gegen sowas? Ich gehe mal mehr in die Berge rein. Ich verziehe mich mal hier. Nicht, dass sein Kumpel gleich kommt. Das ist, glaube ich, eine kluge Entscheidung. Ah, jetzt ist er leider davon geflogen. Da ist ein Kendro oder sowas. Oh, müssen wir aufpassen. Der kann sich auch schnell drehen, so wie es aussieht. Und bis jetzt hat er uns noch nicht getroffen. Boah, der ist aber schnell unterwegs. Holy moly. Boah. Krass, wie schnell der ist. Blut halt auch. Es ist schwer, gegen den zu kämpfen, wirklich. Weil er sich so schnell dreht und so schnell bewegt. Hä, was? Wie schnell kann der denn rennen? Ey, das ist doch nicht normal, oder? Der ist einfach schneller als ich. Was? Hä? Guck dich das an, der holt mich ein. Also... Selbst wenn der ein bisschen kleiner noch sein sollte oder so. Warum ist der so schnell? Das ist ja crazy. Alter, was? Ich will den nicht bekämpfen. Das verstehe ich nicht. Kann ich sein, dass so einer schneller ist als ich? Sind zweimal nochmal diese großen, da kann ich wahrscheinlich nicht viel machen. Vielleicht kann ich mich anfreunden. Können ja mal nett sein. Bis jetzt scheint ja friedlich zu sein. Die wandern hier so ein bisschen durch die Gegend. Die sammeln Kristalle. Ach, wie schön. Die greifen mich halt echt nicht an. Hier sind noch Kristalle. Kann ich den tragen? Ja, kann ich tatsächlich. Mal gucken, ob die sich freuen. Ja, er hat den aufgenommen. Zeig ihm jetzt, wo die sind. Ja. Das sind meine Kumpels. Na, sollen die das mal aufsammeln? Ich gehe jetzt aber mal weiter. Lebt wohl, ihr beiden. Viel Spaß beim Kristalle sammeln. Ich werde jetzt weiterziehen.
Nacht kommt auch schon wieder. Na komm, dann greife ich den jetzt nochmal an. Was soll's. Na, gerade was im Mund. Der kann sich vorne nicht verteidigen. Das ist ganz angenehm. Nur hinten. Oh nein, ich häng fest. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht gegen den Body springe. Oh, da hat er es fallen lassen, wollte mich schnappen. Der macht gerade seine Mission, glaube ich. Ich halte ihn davon ein bisschen ab. Jetzt hat er es wieder fallen lassen. Bock auf mich. Und wir kriegen wieder Besuch, glaube ich. Was ist das für ein Geräusch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt haben wir den ganz gut getroffen immer. Aber da kriegt schon wieder, da kommt schon wieder der nächste. Wahrscheinlich hilft er dem. Aua! Jetzt hat er mich erwischt. Okay, jetzt fallen lässt. Dreht sich halt leider gerade auf der Stelle mit. Da kann ich nicht viel machen von vorne. Ich glaube, sein Biss hat kaum Cooldown. Gemacht haben bis jetzt. Kurz Ausdauer tanken. Oh Gott. Ein paar Mal in den reingebissen. Boah, fast reingelaufen. Er blutet halt nicht mal. Toll. Ja, das ist halt das große Problem. Ich meine, ich hätte ihn wahrscheinlich eh niemals down gekriegt, aber es war trotzdem cool. Das war eine coole Kampf-Experience. Ich werde jetzt auch einfach nochmal hier für Chaos sorgen.
jetzt geht's hier los. Na, brauchst du deine großen Brüder? Oh Gott, sehr wendig. Muss mehr Haken schlagen, definitiv. Und der nächste auch noch. Jetzt kommen sie alle. Oh, der Stomp, okay. Ich habe halt nicht so viel Ausdauer, um ewig zu kämpfen. Das ist das große Problem. Muss mal kurz Ausdauer tanken. Oh nein, der Kollege kommt wieder. Aus dem Nichts. Oh, der Konkavinator für mich. Hilfe! Crocs, helft mir! Hilfe! 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 Jawohl! Ich habe immer noch mal zu einer Massenpanik geführt, glaube ich. Okay, das soll es jetzt aber auch mit dem heutigen Path of Titans Video gewesen sein. Das war Bibo, der Deinonychus. Leider hatten wir halt nie so eine Begegnung, wo man dann wirklich einen 1 gegen 1 Kampf hat und wo sich nicht andere einmischen. Das wäre halt ganz cool gewesen. Aber ich glaube, dafür muss man einfach in Areas sein, wo halt nicht so viel los ist und dann das Glück haben, dass man andere Spieler findet. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Und schreibt auch gerne einen Kommentar, wenn ihr mehr von Path of Titans sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.